Unterm Strich gibt es auf dieser Welt nur zwei Arten von Menschen. Du hast die Schwätzer und die Macher. Die meisten sind bloß Schwätzer. Die können nichts als labern. Aber wenn alles gesagt ist, dann sind es die Macher, die diese Welt verändern. Und wenn sie das tun, verändern sie auch uns. Weswegen wir sie nie vergessen. Zu welchen gehörst du? Schwätzt du nur rum? Oder stehst du auf und tust was? Denn eins kannst du mir glauben. Alles andere ist gequirlte Scheiße. Der Salzburg! Wir sind 5 to 12! Kennst bitte alle nochmal 2-3 Schritte nach vorne! Das Mike Bester Sing! Kennst alle vor! Alle! Alle! Eis da hinten! Kennst vor! Kennst vor! Okay! Seid ready! Let's go! Dankeschön, Dankeschön. Okay, im nächsten Song geht es darum, ich bin in einem Alter und ich habe das schon inzwischen viele Freunde, die schon ein mächtiges Alkoholproblem haben. Damit muss ich jetzt als Alkoholiker sein. Und es macht, ich sage nichts dagegen, wenn wir da alle zusammen feiern. Macht's das, aber lasst vielleicht, macht's nicht fünfmal die Woche ein Feierabendbier. Trinkt nicht ständig zum Essen ein Bier. Ihr habt gesehen, was das anrichtet. Der Song handelt über das und der heißt C2 Abusus. Es ist Zeit, wurde es immer mehr. Die Flasche wurde immer schneller leer. Yeah.
Dankeschön, Dankeschön. Nächste Song geht raus an die ganzen Corona-Leugner, die ganzen Verschwörungstheoretiker, an so Idioten, die in Reptiloiden oder flache Erde leben. Das Lied heißt, was ist nur los? Nächste Song geht raus an unserer Meinung nach die wichtigste, eine der wichtigsten Umweltschutzorganisationen der Welt. Die Rede ist von Sea Shepherd und ganz besonders an Captain Paul Watson, der gerade in Haft sitzt für seine Überzeugung. Slater, if the oceans die, we die. Yeah.
Dankeschön, Dankeschön. Okay, noch so viele ernste, deprimierende Themen. Wollt ihr covern? Gibt es irgendwelche Wünsche? Linkin Park. Nicht Oasis. Glue Crew. Okay. Master of Puppets. Okay. Sowas? Sowas oder sowas? Okay, macht einfach das, okay? Einfach mitmachen! Einfach mitmachen! Und jetzt hier! Jesus, of a machine at national faith. We've got the American Jesus, see a body in a state. We've got the American Jesus, but we'll need millions every day. Go! Dankeschön. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Okay, da war jetzt kein Slayer dabei, aber war ich hoffe, jeden, war trotzdem für jeden was dabei? Das ein oder andere Stück hätte vielleicht ein bisschen länger sein können, aber das höre ich öfter. Okay. Danke für die Details. Okay, der nächste Song ist eine wahre Geschichte. Eine wahre Geschichte. Ich war vor langer Zeit einmal in so einer Deutschbank-Phase und
da hat es eine Band für mich, wo nichts Schlimmeres gegeben als diese Band. Und da habe ich eine Frau kennengelernt, absolute Traumfrau, alles hat gepasst, wirklich alles. Und dann habe ich sie gefragt, was hörst du für Musik? Und dann hat sie gesagt, Blink 182. Sie ist so süß und auch so heiß, doch ganz in ihrem Haupt, ihr kann nicht seinen Preis hier erzählen. Es sind nur, sie steht auf Blink 182. Wahre Geschichte. Was soll ich sagen? Hein hoch ist selber Blink. Wir haben vor 2 Monaten geheiratet. Da ist sie. Und wir singen heute unseren Hochzeitssong für euch. Applaus bitte! Okay, nach so schönen Themen muss ich jetzt leider was Bedrückendes erzählen kurz. Etwas, was mir selber sehr auf dem Herzen liegt, was mich ziemlich ankotzt. Und zwar, ich habe mit dieser wunderbaren Frau einen wunderbaren Sohn. Der Sohn heißt Philipp, ist jetzt inzwischen 6 Jahre alt und
Der Philipp hat schon einiges hinter sich. Eine Herzoperation, eine Darmoperation, ziemlich lange Zeit im Krankenhaus. Er hat Trisomie 21. Das meisten werden es unter Down-Syndrom kennen. Und wenn man heute mal so ein bisschen in die Zeitung schaut, man schlagt die Zeitung aus und lest einmal nur so die Headlines, oder? Da wechselt irgendein Fußballspieler zum Verein XY und eine Ablösesumme von 100 Millionen ist nix. Es ist nix. Dann, wenn man daran denkt, wie damals der Notre Dame gebrannt hat, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, die Scheißhitten, die hat noch gebrannt. Da war schon 1 Milliarde an Steuergeldern da. 1 Milliarde Euro an Steuergeldern, an Spenden, während die Hitten noch brennt hat. Und die Kirche hat mehr als genug Geld, wenn man das einmal betrachtet, gell? Wenn man überlegt, wir schießen um 2,5 Milliarden Euro irgendwelche Roboter auf den Mars, zu schauen, ob da Leben ist, und kümmern uns derweil nicht einmal um das Leben auf unserem Planeten, weil jedes Jahr sterben 3 Millionen Kinder, die so alt sind wie der Philipp, an Unterernährung. Das muss auch mal auf der Zunge gehen. 3 Millionen, das sind alle, statistisch gesehen, sind das alle 10 Sekunden ein Kind. Das heißt, wenn wir den nächsten Song spielen, sind das 19 Kinder, was statistisch sterben. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Jetzt kommen wir zum Punkt, was ich sagen wollte. Und da mein Sohn ziemlich lang im Krankenhaus war, habe ich meinen Versicherungsvertreter angerufen und wollte eine Zusatzversicherung für ihn machen. Und der hat dann zu mir gesagt, wortwörtlich, es tut mir leid, das ist nicht rentabel. Und auf das will ich aussehen. Wir haben für jeden Scheiß Geld, für jeden Scheiß. Aber die Menschen mit Beeinträchtigung haben nicht die gleichen Rechte wie mir. Das ist leider noch immer traurig. Darum hat das nächste Lied, das heißt für alles Geld. Applaus für Philipp! Wir führen an.
Applaus für den Hermann, bitte. Schuss ist uns mühsam, kostet zu viel Geld. Die paar Jahre wirst du schon noch hatten, diese Welt. Und die Bombe, die hier schon morgen explodiert, für die haben wir schon gestern abgesiedelt. Dankeschön, Dankeschön. Das liegt mir wirklich sehr am Herzen, das Thema. Okay, der junge, hübsche Mann da, das ist der Timmy. Der Timmy spielt normalerweise nicht bei uns, der hilft aus, weil ihr Sehnenscheidenentzündung habt. Können wir bitte einen Applaus für den Timmy haben? Timmy hat extra mit zwei Proben hat er alles gelernt und ist steiter als wir. Oh ja. Okay. Wenn wir alle in zwei Wochen wählen gehen, ich hoffe, es geht's alle wählen. Passt auf, was nehmt's? Nehmt sie diesen Vollidioten da. Ihr wisst schon, wen ich meine, oder? Den Spinner da. Bitte? Ja, genau, scheiß Kickel. Der nächste Song handelt genau über so Vollidioten und der ist raus. Dankeschön. Okay, ich glaube, wir sind uns bei dem Thema alle einig, oder? Sind wir uns einig? Okay, dann singt bitte beim nächsten Song. Der nächste Song ist inzwischen 31, ihr habt gelesen, der ist vor 10 Tagen 31 Jahre alt geworden, der Song. Und der ist jetzt noch aktueller denn je. Singt bitte alle mit. We'll be right back.
Dankeschön. Nochmal einen Applaus für die Kathi, bitte. Dankeschön. Das war ihr erstes Mal, Leute. Kathi! 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 Okay, wir kommen zum letzten Song. Falls uns jemand unterstützen will, das hilft immer am besten, wenn es irgendein paar T-Shirt mitnimmt. Wir haben draußen einen kleinen Merch-Stand, vielleicht schaut es nochmal vorbei, da hat den sehr gefreut. Oder spendet so ein Sea Shepherd. Oder wir haben eine Spendenkasse, ein Sea Shepherd dabei, das ist richtig. Wir waren 5 to 12. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wir spielen im November nochmal da in Salzburg in Bricks. Schaut vorbei, okay? As long as revolution. Ciao. Nothing to lose, my revolution has begun. Run for the city lights, daylight, the streets, there's never night. All my friends come out tonight. We are here to hide and fight again. Back for forgiveness. This time has to come anyway. All of us know the cries will disappear tonight. My parents be an end in this life. We are here tonight and fight again. Dankeschön, wir machen 5 to 12. Wollt ihr noch Zugabe hören? Okay, wir machen es ganz schnell, okay? Eine Minute. One minute. Wir haben eine Minute. Der nächste Song ist von der besten Punkband der Welt. Die Rede ist von Bad Religion. Der Song heißt Do What You Want. Hey! Break all the fucking rules and go to hell like Superman. And die like a champion. You lie.
eine Minute, wie versprochen. Ciao, Salzburg!